Hat zumindest das Gefühl, schneller zu sein. Sind gleich da. So ein schöner Nachtflug. Der schadet nie. Ist ja nicht so, als wären hier Gegner in der Luft. Sind ja relativ alleine unterwegs. Nicht nur relativ. Na komm. Bleibst du stehen? Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Man fliegt nicht dran vorbei. Na, Spiel. Eine schwere Geburt. Naja, ich mag Orte nicht so sehr, die wie aus dem Märchenbuch aussehen. Und es passiert da mal noch. Da passieren meistens schlimme Dieser Sachen. Pippin sollte längst hier sein. Sie hat einen Boten geschickt. Madame Lawang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ach. Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Gallionen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klingt einfach. Das mache ich. Deswegen haben wir einen vierten das dabei. Das hoffe ich doch. Seufz. Ah je. Yeah. Krieg einen Unsichtbarkeitstrank. Sie scheint zu wirken. Nun? Ich vermute, das genügt. Wenn die Tranknachfrage so groß ist, ist es dann nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Vielleicht durch Kombination ihrer Rezepte und Fähigkeiten? Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Dann müsste man einen Teil soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich?
Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Ich dachte, ich kriege Geld dafür. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Okay, nicht das, was ich brauche. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Aber ich kriege Geld für die Lieferung. Oder wurde das einfach überwiesen? Hier zu Perry Pippin zurück. Okay. Hin und zurück. Wir laufen jetzt einfach auf dem... Greif zurück. Damit es spannender wird. Mal die Art wechseln, zu fliegen. Diesmal können wir ein bisschen mehr von der Landschaft sehen. Nur weiter unten fliegen. Wir hätten uns einen Schnellreisepunkt aktivieren können. Aber was soll's. Schwarze Hexe auf dem schwarzen Nippelgreif. Fantastisch. Bin mal gespannt, ob das geht, was wir jetzt für den Auftrag kriegen. Reicht das mal hier? Wahrscheinlich nicht. Dass wir uns ein Donnergebäude kaufen können. Oder ein Rezept dafür. Ich bezweifle es stark. Bisher haben wir für die Quests auch erst auch nur 30, 40 bekommen. Aber eigentlich haben wir ja 4 Tränke ausgetragen, beziehungsweise 3. So muss der Preis für 3 Unsichtbarkeitstränke eigentlich drin sein. Und der müsste reichen für Donnergebäude. Mindestens. Es muss eigentlich schon da er sagte, dass wir die dass das Geld behalten dürfen. Ach schön, die Sonne geht auf. Den Bonus gerade nicht sehen. Geh mal langsam runter. Und jetzt schnell. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So, Pippin. Auftrag erledigt. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ich habe Fatima Lawang die Tränke gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Das Liefern der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine zusätzliche Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht.
Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald! So macht man Geschäfte. Anspruchsvolle Lieferung. 500, naja. Wie kann ich heute behilflich sein? Also, welche kostet ein Unsichtbarkeitstrank 500? Also, wir haben 3 Unsichtbarkeitstränke ausgeliefert. Du hast gesagt, wir kriegen den. Es ist mein lieber Scholli. Donald Gebräu. Eigentlich müssten wir noch herausschlagen, dass er uns wenigstens das Geld umsonst gibt. Dass das den Trank umsonst gibt. Machen wir den nicht an. Wir haben den anderen an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Soll ich jetzt das Geld für den Trank herkriegen? Ich hab gehofft, ich krieg hier ordentlich. Zaster. Ja. 800. Müssen wir irgendwo noch Geld herkriegen oder Ausrüstung, die wir verkaufen können. Tja. Dann muss Professor Sharps Aufgabe erstmal noch warten. Weil Knau sonst zu wenig gegeben hat. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Rezept war 1200. Plus die Zutaten. Und dabei über 1000. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Tja. Katze. Dann würde ich mal gerade sagen, das war Professor Sharps Aufgabe erstmal. Vielleicht kriegen wir bei der Prüfung noch ein, also 200 sind das noch knapp, die wir einnehmen müssen, bis wir uns das Donnergebäude kaufen können. Das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Und wir machen hier noch eine Nebenquest. Und hoffen, dass wir da 200 kriegen. Das ist mir wirklich unwohl dabei, die Quest nicht. Die Quest nicht abgeschlossen zu haben. Wir wollen eine zweite Prüfung aufbrechen. Was haben wir denn hier? Ich kann da erst in Ruhe reinstarten. Ich weiß, dass die Professorenaufgaben erledigt habe. Es gibt nach der zweiten Prüfung Safe. Hundertprozentig. Wieder neue Aufgaben. Und das Wildererlager. In dem Biscuit festgehalten wird. Das war Mondkalb, oder?
Oh, ein Maler. Der malt ein Bild von Hogsmeade. Auf geht's nach Hogsmeade. Und wir hier nur irgendwo hinkommen, wo es. Wo man fliehen kann. Entschuldige, hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Wie herablassend. Wie großzügig. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus, Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Wie viel Bezahlung? Was genau sind Bubotubler? Ekelhafte Dinge, wirklich. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Sie stinken übel und bewegen sich wie von selbst. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Um nicht zu reden. Ich würde dir gern einiges sagen, was sie betrifft. Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht reinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, Schönheitstränken gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Ja, steckst du sonst wohin? Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild, also wirst du ein wenig suchen müssen. Ja, steckst du sonst wohin? Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Ich sammle jetzt. Nee, es ist. Ich mache erst mal die Quest für den Kobold. Das ist mir lieber. Ich rette Biscuit. Eine Quest für Renwick wäre mir lieber. Von den pickligen Mitschülern des Windelinnen Schönheitscreme. Besorg selbst beliebt. Da war ein Fluss. Ich dachte, ich springe da aufs nächste Feld drauf. Da war ein Fluss. Können wir hier irgendwie hoch? So kommen wir hoch. Das hat schon bessere Tage erlebt. Das fliegende Besen ist noch ein bisschen. Ging mal flüssiger. Aber das meiste läuft zufriedenstellend.
Nicht wieder dran vorbeifliegen. Wilderer. Garnov hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Ach. Wieso? Ich könnte schon. Die Schülerin hat unseren Schokoreis geklaut. Das, was du bist. Du hast noch Schokoreis geklaut. Das ist gerade auch ein bisschen zu viel für das Spiel. Wilderer versteckt es, finden wir noch mal so nach dem Kampf. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Ein paar Gegenstände, die wir sofort verkaufen können. Erstmal looten gehen hier. Und es gibt bestimmt auch noch irgendwo Loot in den Hütten. Als es Hütten gibt. Oder auch nicht. Auch kommt her, Süßis. Hallo, Homura. Seid wer frei. Von euch ist Biscuit? Der abholt. Biscuit. Die Tasche. Lass das sein. Stürzt sich noch in den Tod. Na, sag mal. Ich kann das jetzt nicht verlieren. Stell dich nicht so an. Meine Fräse. Macht es einem auch echt nicht leicht.
Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Erasmus. Verflixte Scheiße. Das will nicht klappen. Komm schon, ich will doch nur helfen. Meine Fräse. Arresto Momento. Nicht dein Ernst. Na bitte. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnhof zurück. Schwere Not. Knapp dran vorbei. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was könnte gefährlich werden? Hier ist wieder so ein Banditenlager. Wilderer Lager. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So, wo steckt denn der kleine Kobold? Finde schon eine Lösung. Garnhof, ich habe Biscuit gerettet. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es Ihnen gut? Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie ohne große Umstände retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ach, so schön. Sie bekommen sie zurück. Zum richtigen Preis. Ich, natürlich. Das ist ein bisschen fies, aber ich brauche Geld. Das ist mir kein Preis zu hoch. Ah, oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, Sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind Ihnen ewig dankbar. Wer hat das? Oh, 300, cool. Damit können wir jetzt endlich mal die Aufgabe schaffen. Es war doch wie wir da rankommen. Oder nicht? Ist auch noch Geld drin. 500. Fantastisch.
Jetzt müssen wir dann nur noch einen Gegner finden. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. So, hallo, Heilsabschneider. Wie kann ich heute behilflich sein? Oh, 1600, jetzt könnte man sogar das Rezept dafür leisten. Okay, Sekunde, ich muss mal nachgucken, was ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Schaffe und teste ein Donnergebräu. Den Gegner. Wie kann ich heute behilflich sein? Wird sich lohnen, erst eher um den Zaubertrank zu besorgen. Ein mächtiger Schadenstrank. Ja, so oft wie Schaden die Tränke einsetze. Naja. Ich kaufe den einfach so. Donnergebräu. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Jetzt müssen wir nur noch Ärger suchen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. In dem Haus oder wo? Keinen. Die müssen ja auch am Tag sichtbar sein. Merkwürdig. Oh, Katze. Muss doch irgendwo ein wilderer Lager sein. Irgendwo ein Koboldlager. Auf geht's nach Hogsmeade. Irgendwo werden wir schon jemanden finden, der als Gegner dienen kann für diese Quest. Schauen wir mal. Die Karte taucht dann mal irgendwo Gegner auf. Und hier haben wir schon welche. Hiernach gehe ich direkt ins Wirtshaus. Hallöchen. Haben wir schon welche? Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Lass mich mal kurz ausrüsten. Donnergebräu. Entweder füttert man das. Oh, die Vorfreude. Ich glaube es nicht. Ja. Doch, haben wir richtig gemacht. Ach, das ist doch nicht gut, das schlägt jetzt überall ein. Das ist deutlich effektiver, wenn wir gegen mehrere Leute kämpfen. Runterfallen, das ist tot. Tego.
Nee, ich hau lieber ab. Niemand entkommt mir. Ich bitte dich um eine Zuschauer. Auf nach Hogwarts. Kann ich mit reinem Gewissen. Eine zweite Prüfung starten.